Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Battle Pass Reaktion. Wir werden uns alles anschauen, was in der Lobby passiert ist. Es kommt noch ein eigenes Video dazu raus, was sich in-game getan hat. Aber wir bekommen erstmal kostenlose Items für das Fortnite Crew Paket. Wir bekommen Agent Jones als Spielzeug oder als Actionfigur. Sieht mega brutal aus, als Backbling. Ich hätte sogar gesagt, dass es in den Shop kommen wird. Dann haben wir ein Ladebildschirm. Ich weiß nicht woran. Ich glaube, das liegt an dem Marigold Paket, was ich mir gekauft habe. Und dann bekommt die Zündkerze Künstlerin einen neuen Tinte-Stil. Sieht mega brutal aus. Auch das Backlink ist nice gemacht. Aber das sind erstmal die kostenlosen Items der Season. Hier haben wir den Battle Pass Agent Jones. Aber bevor wir dazu kommen, checken wir erstmal die Lobby aus. Und die Lobby ist einfach nur mega, mega brutal. Das ist die Lobby, die aktuelle oder die neue Lobby. Hier haben wir das neue Karriere-Tab. Okay, meine Season 5. Ja, okay, das stand auch nochmal in der Lobby. Im Item-Shop ist erstmal nicht besonders viel los. Aber es würde mich freuen, wenn ihr bei dem Kauf des Battle Pass mein Supporter-Creator-Code LightSkate10 benutzen würdet. Würde mich als kleiner Content-Creator freuen. Und hier ist das Fortnite-Crew-Paket mit dem neuen Backlink tatsächlich. Jetzt kommen wir aber zu dem Battle Pass. Level 1 haben wir Agent Jones. Ich denke mal, in den unterschiedlichen Stilen im Laufe des Battle Pass. Auf Level 2 haben wir einen Banner, sieht auch okay aus. Spray, nichts Besonderes. V-Bucks, Ladebildschirm haben wir hier. Okay, nehmen wir mal so mit. Dann haben wir ein Emoticon, Jones Optimismus. Ein Emote wegfegen auf Level 7. Das gab es schon in den Dateien früher, wurde schon geleakt. Dann haben wir nach dem Nullpunkt. Ich glaube, das ist die Musik von dem Live-Event. Ja, Digga, immer noch episch. Oh! Season 6 geht bis zum 8. Juni. 84 Tage nur. Sehr kurz für eine Kapitel 2 Season. Dann bekommen wir den Ladebildschirm von den Teaser. Ein Backbling von der Gaming Legend Reihe. Von Lara Croft ist das, glaube ich. Survival Ausrüstung. Geil gemacht, detailliert auch vor allem. Kleiner Vogel als Emoticon. 100 V-Bucks wie immer. Augen auf als Spray-Motiv. Dann haben wir ein Backbling von Agent Jones. Mit den unterschiedlichen Stilen. Da steht auch: Schließe Aufträge ab, um Schnappschüsse von Agent Jones Mission zur Rettung der Realität freizuschalten. Okay, mega interessant. Ich denke mal, das liegt an den unterschiedlichen Schnappschüssen, also von den Trailern, wo er die Jäger geholt hat. Dann haben wir auf Level, was war das? 15 Lara Croft. Mega brutal und die hat noch drei Stile, glaube ich. Also zwei verschiedene oder weitere Stile. Stemmäxte auf Level 16. Sieht auch ganz okay aus. Ich denke mal, das gehört zu Lara Croft. Ja, sieht man auch in der Gaming-Legend-Reihe. Leuchtwackeln, ein Contray für Lara Croft. Ein Emote-Ausweichmanöver. Okay, ich denke schon mal ikonisch für Lara Croft. 100 V-Bucks, einen Hängegleiter, alter Fallschirm. Okay, da wird auch noch eine Musik abgespielt. Ein Banner für Lara Croft und den neuen Stil, 25. Jubiläum. Sieht auch ein bisschen anders aus, glaube ich. Ja, aber auch brutal. Und dann haben wir noch eine Lackierung auf Level 23. Ich denke mal, das ist von dem Fortnite Crew Paket. Bisschen anders gestaltet worden. Und wegen dem neuen Skin natürlich. Dann haben wir Spray-Motiv. Emoticon für den Skin auf Level 29. Dann haben wir eine Spitzhacke. Okay, Tyrannosäge, genau. 100 V-Bucks, den neuen Stil von Jones. Einsatzrucksack, Sprung 15. Also ihr seht schon die verschiedenen Namen. Und ich denke mal, die Rift-Pistole ändert sich auch bei den meisten Stilen. Dann haben wir Tarana oder Tyranna. Gefällt mir nicht so. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich hoffe mal, die hat weitere Stile. Warum ist das so laut? Knochenpatrouille als Hängegleiter auf Level 30. Sieht auch mega detailliert aus und bisschen eklig für diesen Knochensound. Dann haben wir auf ein Banner auf Level 31. Ein neues Emote Kartenkunst. Ich spiel ein bisschen mit der Karte rum. Digga, die Audience gefällt mir voll. Okay, das war's. Dann haben wir ein Ladebildschirm. Urzeitliche, was war das? Jagdbeute. Ist auch am Start. Dino Deck, das Backlink für den Skin auf Level 29 war das, glaube ich. 100 V-Bucks, ein neues Contrail Dino Federn. Ja, passt halt zum neuen Skin hier. Tyranna oder Tarana, Rüstung des Aussterbens. Ja, ist halt ein Dino Skin, ein neuer Dino Skin zumindest. Kristallzepter der Meister. Das ist eine mega krasse Spitzhacke, Freunde. Erinnert mich an Menace aus dem letzten Battle Pass. Fluch des Akolyten sehen wir hier. Das ist einfach Kevin, Digga. Dann haben wir Glyphenmeister. Achso, das ist der Skin, den ich spielen konnte, okay. 100 V-Bucks haben wir hier. Soundbeben.
Ach so, okay, das von dem Emote. Ja, nichts Besonderes könnt ihr schon holen. Und vor allem kostenlos. Banner für Kevin oder eine Rune. Dann haben wir Glyphenkrieger als Ladebildschirm. Sieht auch brutal aus. Ein Remake-Gleiter. Gefällt mir, Freunde. Ich habe auch meine ehrliche Meinung abgegeben, aber die Runen gefallen mir von Kevin dort. Dann haben wir das Backbling endlose Schriftrolle. Wissen ohne Ende. Ich denke mal, das liegt auch an Kevin. Und dieser Skin, den ihr gleich seht, hat auch viel was mit Kevin zu tun. Ich denke mal, ich werde auch ein eigenes Theorievideo zu dem drehen. Ein Contrail und Tonavirus, habe ich fast vergessen. Spektralflamme. Sieht auch brutal aus, passt zum neuen Skin. Jones Einsatzrucksack, Sprung 31. Auf Level 50 haben wir jetzt diesen Raz-Skin. Oder Raz, nein, Raz hört sich scheiße an. Raz. Ja, Genie-Skin, Freunde, wurde schon vorher geleakt. Aber hat viel was mit Kevin zu tun. Emoticon, ziemlich kurios, auf Level 51. 100 V-Bucks und das eingebaute Emote von Raz. Traumhaltung. Ja, guck mal, er hat viel was mit Kevin zu tun, Freunde. Ich denke mal, er wird auch vielleicht eine große Rolle spielen im Laufe der Season. Ja, bisschen spielt er mit den Runen darum. Neues Contrail Warpwelle, das sieht brutal aus. Ist vor allem kostenlos, also mega nice. Neuer Ladebildschirm, Hackordnung. Ja, die Hühnchen-Skins sind wieder am Start. Das Backbling von dem Hühnchen-Skin ist Schlüpftasche. Und dieser Skin wurde sogar vor der Downtime geleakt. Von Table Hill wieder mal. Banner, 100 V-Bucks, ein Hängegleiter, Eiger. Ja, okay, hatten auch einen interessanten Sound. Dann haben wir Jones Einsatzrucksack, Sprung 42. Ihr seht schon, diese Rift-Pistole wird immer beschädigter oder instabiler. Dann haben wir den Killer-Küken. Killer-Küken ist am Start und wurde, wie gesagt, vorher geleakt. Aber ich finde tatsächlich, dass der beste Küken- oder Ostern-Skin ist, weil wir haben ja auch bald in 2 Wochen Ostern. Dann haben wir Beatboxing. Digga, das fühle ich. Auf Level 62 am Start. Digga, der Beat ist nice. Dann haben wir Spray, macht die Flatter auch am Start. Hühnerkeulen auf Level 64. Emoticon, nichts Besonderes. Auf Level 65. Ist auch animiert tatsächlich. Dann haben wir Gacka-Strophe auf Level 66. Das Backbling, den neuen Stil für den Küken-Skin in Slurp. 100 V-Bucks und den Skin in einem neuen Stil. Der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser, bisschen dunkler. Und dann haben wir die Musik von dem Live-Event, weiß ich nicht. Also, die beiden hören sich sehr ähnlich an. Könnt ihr euch aber auf Level 70 freischalten. Tochter des Trigon. Dieser Skin ist wahrscheinlich der beste Skin auf dem Battle Pass. Holy shit, ist das laut. Seelenschwing. Der Gleiter sieht auch brutal aus. Ist halt ein Galaxien-Hängegleiter. Gab es öfters in der Vergangenheit, aber ich glaube, das ist das beste Galaxien-Set, was wir hatten. 100 V-Bucks, ein animiertes Emoticon. Macht von Azarat, genau. Lackierung, die sieht nice aus. Vor allem ist der Nullpunkt dort. Gefällt mir sehr gut. Da haben wir das Backbeam von Jones wieder mal. Sprung 88. Ich glaube, das ist die letzte Stufe. Dann Rebirth Raven. DC-Reihe. Ach so, das ist die von DC. Okay, die ist jetzt da. Auch, wie gesagt, eines der besten Skins hier aus dem Battle Pass. Die Spitzhacke sieht auch brutal aus. Axtralform. 100 V-Bucks. Ein neuer Ladebildschirm. Ravens Zorn. Der ist auch, glaube ich, Raven. Bin mir nicht sicher. Neues Banner. Neues Backbling. Dimensionstor sieht auch brutal aus, Freunde. Ich glaube, wie gesagt, das Set ist hier am besten am Start. Beziehungsweise das beste Set aus dem Battle Pass. Azarath Metrion Zintos. Ich glaube, das ist ein Zauberspruch. Ja, wir sehen Lama. Und dann macht die es kaputt. Nicht eingebautes Emote. Okay, interessant, warum die das nicht gemacht haben. 100 V-Bucks und Raven in Klassisch. Ich glaube, das liegt an den Comics. Eine neue Lackierung, Einfluss der Spire, keine Ahnung. Schatten des Spire haben wir auch hier. Alter, die Saladebildschirm sieht sick aus. Mega episch gemacht, vor allem wegen dem neuen Ort. Neues Banner für Muskelkater. Alter, ist das laut, Mann. Feuer. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, aber sieht auch brutal aus. Ist zum Glück nicht eingebaut. Das ist eine. Haben die sich das zum Herzen genommen? Bananö, okay, ein Emoticon auf Level 90. Dann kommen wir gleich nochmal zur letzten Reihe. Auf Level 91 haben wir ein Spray. 100 V-Bucks auf Level 92 und das Backbling Seelenstränge. Interessant und gehört zu dem Skin, den ihr gleich sehen werdet. Holy shit, sieht das schon brutal aus. Strömungssträhnen haben wir auf Level 94. Auf Level 95 haben wir Spire-Meisterin. Ich weiß immer noch nicht, wie man das aussprechen soll. Die Spitzhacke sieht auch geil aus auf Level 96, passend zu dem Skin auf Level 100. Ein Banner, ein Emoticon, ist auch natürlich animiert, zeige ich euch mal kurz. Ja, die transformiert sich da. 100 V-Bucks und der Level 100 Skin von dem Season 6 Battle Pass. Alter, sieht die heftig aus, Freunde. Die sieht mega brutal aus und ich denke mal, das liegt an dem Nullpunkt-Thema, dass jetzt die rekrutiert wurde vielleicht. Und dann als letztes gibt es noch ebenfalls auf Level 100 ein integriertes Emote. Turmwächterin. Ach so, die ist glaube ich auf dem Turm, wo der Nullpunkt ist.
Okay, das ist der Battle Pass, aber es gibt noch weitere Seiten. Wir haben die epischen Auftragsbelohnungen wie bei der letzten Season. Also der Battle Pass ist sehr ähnlich aufgebaut wie in der letzten Season oder in Season 5. Da haben wir ein Emoticon, ein Spray von Burger Breitschwert oder namens Burger Breitschwert, ein Emote Sitzsack heißt das. Ja, chilliges Emote, kann man sich hinsetzen. Und dann hat Lara Croft einen klassischen Stil. Was ist das? Das ist, glaube ich, aber an dem ursprünglichen oder am ersten Spiel angelehnt, was rauskam. Deswegen wundert euch nicht, warum der Skin so komisch ist. Tirana oder Tarana in Indigo Blau, komischer Name. Killerküken in Kükstrem. Alter, das sieht auch nice aus, Freunde. Schwarz-Rot gefällt mir. Und dann als letztes noch Rachel Rot. Oder Rachel, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Rachel Roth, keine Ahnung. Sorry, ich weiß, wie die Namen ausgesprochen werden hier. Aber ja, die vorherigen Stile gefallen mir hier besser. Dann haben wir noch mysteriöse oder Neymar Junior Belohnung. Der wird der Secret Skin des Season 6 Battle Pass sein. Meiner Meinung nach sehr scheiße gemacht. Sorry, ich sag auch meine ehrliche Meinung. Und wird in 43 Tagen freigeschaltet. Aber was sollen wir machen, Freunde? Nehmen wir so hin. Und dann haben wir noch eine weitere Auftragsreihe hier. Und zwar Freischaltung auch in 43 Tagen. Ich denke mal, das sind auch Neymar Junior Belohnungen und das war's jetzt mit dem Battle Pass. Es gibt anscheinend noch weitere geheime und mysteriöse Belohnungen, die ihr dann freischalten könnt über Level 100. Aber das war's mit dem Battle Pass, Freunde. Im Spind hat sich nichts getan. Im Item Shop könnt ihr den Battle Pass, glaube ich, auch kaufen. Ich werde mir das jetzt erstmal mit dem Bundle kaufen. Ich hoffe, ich kann das so Battle Pass kaufen. So, Freunde, ich kaufe mir erstmal den Battle Pass für 900. Ah, nein, da ist es. Da mit 25 Level. Zack, bestätigen. Und ist die Musik laut, Digga? Mann, was haben die gemacht? Battle Pass freigeschaltet. Zack, da holen wir unsere Belohnung rein. Agent Jones ist endlich ein Fortnite-Skin geworden. Und Lara Croft oder Lara Croft ist jetzt endlich im Fortnite Battle Pass oder in Fortnite überhaupt drinne. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß mit der neuen Season, mit dem neuen Battle Pass und mit der Erkundung der neuen Insel. Haut rein und ciao.